Hallo, ich bin Maria Kunitz, Yogalehrerin beim 1. FC Union Berlin und darf euch hier heute begrüßen zum Radio Day bei Radio 1, Thema Bewegung. Wie ihr seht, unser Unionbär bewegt sich auch. Yoga ist Bewegung, aber mit Achtsamkeit, mit Aufmerksamkeit und vor allem mit Atmung. Und das wollen wir heute hier zusammen kurz machen. Das ist eine Sequenz, die könnt ihr immer mal zwischendurch machen, wenn ihr viel gesessen habt. Wir wollen das Herz öffnen. Wir wollen uns aufmachen. Herz öffnen heißt den Brustkorb aufmachen. Das heißt, ruhig werden, auch in stürmischen Zeiten. Yoga wurde mal erfunden, um den unruhigen Geist zu beruhigen. Und dann kamen die Asanas, die Körperbewegungen dazu. Und das wollen wir heute mal ausprobieren. Viele kennen Yoga, da sind Sequenzen drin, die habt ihr schon beim Fitness gemacht und so weiter. Wir wollen aber dabei schön atmen. Deswegen fangen wir mit Atmen an. Seht mal, der Lotussitz ist gar nicht schwer. Manchmal hilft ein Kissen, wenn man keinen Block oder so zur Verfügung hat. Seht mal, wie man sich schön erhöhen kann. Nehmt irgendwas, eine Decke. So können wir einfach die Hüften lockerer machen, gerade sitzen. Es geht um Ausrichtung. Und um ruhige Gelassenheit. Das heißt, lächelt einfach mal, macht euch locker, Schultern runter und atmen. Lasst mal einfach nur atmen und schaut mal bewusst atmen. Vielleicht schließt ihr kurz die Augen, denkt an einen schönen Herzenswunsch, auch Sankalpa genannt. An den erinnern wir uns am Ende. Macht die Augen wieder auf. Atme durch. Wir fangen jetzt einfach an. Wir wollen den Energiefluss im Körper aufwecken. Heißt, wir machen unsere eigene Sonne. Atmet ein, kommt nach oben und aus, nimmt den Kopf wieder runter. Ein, nach oben, aus, nach unten. Wunderbar. Und spürt euch. Ist so einfach gesagt, aber versucht es einfach. Atmet. Und wenn ihr jetzt wieder oben angekommen seid, streckt ihr euch nochmal raus, richtig rausstrecken. Rausstrecken, Oberarme an den Ohren. Sehr schön, ich sehe euch zwar nicht, aber ich denke, ihr macht das gut. Kommt runter und dann machen wir eine seitliche Bewegung. Ihr könnt das Kissen unten wegnehmen, schmeißen in die Gegend. Und jetzt geht es um eine Öffnung wieder. Oberarm am Ohr. Und zur Seite. Atmet rein in die Seite. Und wechseln. Andere Seite. Schön. Und hier heißt es aufmachen. Hals lang. Und atmen. Findet einen Rhythmus beim Atmen, den ihr beibehalten könnt. Schön atmen. Zurückkommen. Und jetzt können wir einen Twist machen. Nehmt die Arme schön nach oben. Rechte Hand nach hinten, linke geht aufs rechte Knie und der Kopf geht jetzt mit. Ihr drückt euch ab am Knie, lasst die Schultern gelassen locker und atmet. Öffnet den Brustraum, einfach schön atmen. Und dann geht erst der Kopf nach vorn, Arme gehen mit, damit es schick aussieht und andere Seite. Schön atmen, Brustraum öffnen, Herz öffnen. Langer Hals, atmen und dann geht der Kopf nach vorn, Arme wieder hoch und nach unten. Kurz mal innehalten, Schultern bewegen, locker machen. Trotzdem euren Atemrhythmus beibehalten. Schön atmen, wieder ankommen und jetzt wollen wir uns rund machen. Ui, ihr könnt stöhnen. Und mit der Einatmung nach vorne, Schulterblätter zueinander, rund machen. Schön atmen, bleibt beim Atem. Schön atmen, macht euch auf. Okay, dann gehen wir jetzt in den Vierfüßler, vielen bekannt. Vierfüßler, schön eure Maushände spreizen. Den Hintern nach oben, langer Hals
Und jetzt geht es darum, die Wirbelsäule zu mobilisieren. Katzenpuckel mit der Ausatmung. Einatmen, nach vorne kommen. Aus in den Katzenpuckel. Ein, nach vorne, langer Hals. Macht es in eurem Rhythmus. Zieht den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Atmet gleichmäßig. Schön atmen. Wunderbar. Wir wollen dann in den herabschauenden Hund kommen. Wenn ihr wieder oben seid, bereitet euch vor. Mein Hund macht das jeden Morgen. Kommt hoch, schräg nach oben. Lasst die Knie ruhig eingebeugt und konzentriert euch auf einen langen Rücken. Zieht auch hier den Bauchnabel zur Wirbelsäule, damit ihr euch richtig lang strecken könnt. Und dann können die Fersen auch Richtung Matte gehen. Und ihr atmet schön weiter. Wunderbar. Bereitet euch vor, rechtes Bein will nach oben. Es geht um Ausrichtung. Lasst die Hüfte parallel, dann eben lieber das Bein nicht so hoch. Schön atmen, ruhig mal rumkreisen. Und jetzt will das rechte Bein nach vorn, Richtung zwischen die Hände. Und das Knie schön ausrichten. Atmen, hintere Bein spüren, Knie ablegen. Und jetzt kommen wir nach oben. Haltet euch, ihr könnt auch den Fuß ablegen. Und jetzt geht es um ein Langmachen, um euer Chor, um euer Korsett. Schön, Hände zusammen, nach oben. Ihr öffnet den Herzraum. Balance halten, alle kleinen Muskeln werden angesprochen. Und auch hier die Hüfte nicht abdriften lassen. Schön da bleiben. Schön atmen und ihr merkt schon, länger halten und atmen bringt auch was. Kommt runter und wieder zurück in den Hund. Lasst euch Zeit, ein bisschen schaukeln im Hund und sich dann auf die linke Seite machen. Heißt, linkes Bein nach oben, Kopf ist wieder schön zwischen den Oberarmen, Hüfte parallel zum Boden, atmen nicht vergessen und dann geht's nach vorn. Soweit ihr kommt, schön ausrichten, lang machen, atmen und das rechte Knie absetzen und hoch und wieder, ihr werdet einen halben Meter größer, zieht euch raus, guckt mal, was da so geht, Hüfte schön, gut ausrichten, Hände zusammen, schaut ruhig zur Decke, trotzdem wird gleichmäßig geatmet. Sehr schön. Und der Herzraum macht sich auf. Kommt wieder runter. Und der letzte Wunsch für heute. Viele Asanas sind von der Natur abgeschaut, von Hunden, von Pflanzen. Darum heißen sie so. Genießt den Hund nochmal. Ihr merkt, wenn man ihn öfter macht, wird er immer leichter. Ihr könnt aber immer auch die Knie einbeugen und den Hintern raus. Und dann vorbereiten. Jetzt geht's runter. Gemütlich in die Kindsposition. Schön. Gar nichts weiter machen, außer lange Arme, den Po Richtung Fersen und die Stirn auf die Matte legen. Atmet. Macht euch lang. Schön lang machen. Der Atem ist schon etwas flotter, versucht ihn trotzdem in eurem Rhythmus zu halten. Und jetzt wollen wir nach vorne kommen in den heraufschauenden Hund. Ganz langsam fädelt euch nach vorn und schaut mal, ob es geht. Passt auf euren Rücken auf und auch hier Schultern nach hinten, langer Hals. Öffnet euren Herzraum. Beim Yoga entgiften wir das Bindegewebe, die Faszien. Alles wird schön bewegt, kommt langsam zurück und wir wollen uns aufrichten in die Vorbeuge. Aufrichten in die Vorbeuge heißt, wir stehen parallel, Knie ruhig eingebeugt, Uttanasana, Vorbeuge. Atmet mal so richtig schön durch und merkt mal, wie ihr loslassen könnt. Das berühmte Loslassen ist beim Yoga eine wichtige Sache. Mit jeder Ausatmung lasst den Kopf freier werden, bleibt beim Atem und
Und jetzt langsam Arme fallen lassen. Steifes Bein geht nach unten. Und damit kann der Oberkörper schön hochkommen. Und wir stehen im Berg. Schön stehen. Atmen. Atmen. Der Berg ist eine schöne Haltung, um den Atem nochmal richtig zu spüren, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Und dann machen wir noch den Baum. Ich gehe ein bisschen zurück, damit ich im Bild bleibe. Schön festen Boden finden. Das reicht, wenn ihr hier unten seid. Hüfte aufmachen. Könnt auch höher gehen. Einen Punkt fixieren an der Wand. Wer höher gehen will, das Knie auslassen. Geht nach oben. Und haltet euch schön. Atmet, erden, um zu wachsen. Atmen. Alle kleinen Muskeln werden angesprochen und wir konzentrieren uns. Hände zusammen, vors Herz und langsam versucht noch euer Knie zu greifen und kommt runter. Andere Seite, da mache ich es mal jetzt für die Anfänger, was nicht schlimm ist, denn wichtig ist, dass wir erstmal schier schön öffnen, uns halten, Hände vors Herz, fixieren den Punkt, gehen langsam hoch. Und jetzt wie ein Bäumchen draußen, schön unten erden, verwurzeln und auch wieder das Herz öffnen, weit machen, atmen, vielleicht mal lächeln. Denkt an die heitere Gelassenheit, die uns führen sollte in allen Zeiten. Nehmt die Hände zusammen, vors Herz, reift euer Knie und setzt es ab. Sehr schön. Dann kommt runter, ihr habt es fast geschafft. Setzt euch hin, durchatmen und ihr merkt, das waren gerade mal 10 Minütchen, alles fließt. Wir gucken nochmal in eine Vorbeuge zu gehen. Tappert euch nach vorne und schaut mal, es muss gar nicht so tief sein. Findet halt, ihr könnt auch hier wieder ein Kissen nehmen und schaukelt euch mal rein. Ihr seid jetzt ein bisschen bewegt, ein bisschen warm. Beim Yoga ist es wichtig, von innen heraus warm zu werden. Und atmet. Wenn es irgendwo zwickt, dann atmet da rein. Und dann kommt langsam hoch. Wie gesagt, ihr müsst nicht so tief sein wie ich. Hauptsache, ihr macht es in eurer Form. Beim Yoga geht es wirklich nicht darum, so tief und so doll wie möglich, sondern so, dass ihr euch wohlfühlt. Andere Seite heißt anderes Bein nach vorn. Und jetzt mal schauen, wie hier die Sache ist. Meist macht man die gute Seite zuerst. Ihr müsst nicht so tief kommen. Einfach locker lassen. Stirn, alles locker lassen. Verbeugung vor euch selbst. Dass ihr hier mitmacht beim Yoga. Und dann kommt langsam wieder hoch. Nochmal die Arme nach oben, damit es schick aussieht. Und dann kommen wir zum Abschluss. Im Yoga werden viele Rituale bedient. Wir wollen nochmal an unseren Herzenswunsch denken, an das Sankalpa vom Anfang. Atme durch, macht nochmal die Augen zu. Denkt an diesen Herzenswunsch. Euer Unterbewusstsein wird es aufnehmen und euch Kraft geben, ob ihr wollt oder nicht. Und dann macht die Augen wieder auf und wir können uns verabschieden. Das ist ein Mudra. Namaste heißt es. Meine Seele grüßt deine Seele. Damit kann man sich gut begrüßen und verabschieden. Und dann könnt ihr euch vor euch selbst verneigen. Namaste. Und dann wünsche ich noch viel Spaß heute bei Radio Day, bei Radio 1, Sportabzeichen. Und niemals vergessen, Eisern Union. Ciao.